dass dann zwei Dinge verstellt werden. Beim elektrischen Sitz ist es auch so, wenn man die Bahn anschaut, der geht leicht nach vorne, wäre das ein Krampf. Das gleiche zählt auch hier für die Einstellung, wie weit ich vom Lenkrad weg bin. Oder wie vielleicht noch immer ein bisschen vernachlässigt, dass es nicht wärmer ist. Das hat den Vorteil, ich schiebe mit in den Sitz rein. Ich habe schon gute Seite. An. Gut, wir wollen jetzt hier eine Notbremsung machen. Mal schauen, wie das aussieht. Wir haben ja ABS in den Fahrzeugen. Was war mit der Geschwindigkeit von 80 und dann von 100 km/h? Ihr habt dieselbe Geschwindigkeit und müsst selbst euren Bremsweg schätzen, sodass ihr in Form der Notbremsung vor der Pylone hoffentlich zum Stillstand kommt. Also die erste Übung ist... Einfach nur mal eine Notbremsung, damit ich sehe. Okay. Was wir jetzt hier machen wollen, ist eine Fortsetzung von eurer Übung, von der Übung heute Morgen. Heute Morgen haben wir eine Notbremsung geradeaus gemacht. Zielbremsung. Wir lenken auf die Gegenfahrspur. Da kommt jetzt keiner. Wie machen wir das denn? Wie weit muss ich denn da lenken? Erstmal mit 80. Da seht ihr, aha, das haut noch hin. Ihr müsst gar nicht jetzt großartig lenken. Ihr steht fast vom Hindernis. Dann fahren wir aber schneller. Und bei 100 müsst ihr einfach an diesem Hindernis vorbei lenken. Okay? Gut, dann seid ihr dran. Bitte einsteigen. DSC bleibt eingeschaltet. Müssen wir wieder einschalten. Wir wollen hier keine Haftung verlieren, wir wollen versuchen, die Haftung zu behalten, und zwar beim Bremsen in der Kurve. Jetzt reicht es hierbei nicht mehr, einfach nur Lenkung zurücknehmen, dann lassen wir die Fahrbahn. Hier müssen wir bremsen. Zum vollen Stillstand oder? Und dann bremsen, was geht, und draufbleiben bis zum Stillstand, progressiv weiter einlenken nach innen, damit wir auf unserer Fahrbahnhälfte bleiben. Thank you.
3 o'clock, 9 o'clock, okay? So, look behind in the mirror to the right. Accelerate, now we're driving. A very short to the left from 9 o'clock to 6 o'clock, very short, and then cross over and you will spin left around. Ich hab's genau, ich muss nämlich wieder zurücklenken. Weil wenn ich in dem Moment Grip auf der Hinterachse kriege, heißt es, ich habe nichts gekonnt, mich haut es nach rechts raus. Das ist das, da hinlenken und dann habe ich das Auto wieder stabilisiert. Das ist die Sache, die erst funktionieren muss, wenn ich hinterher driften will. Driften heißt ja, ich halte das Heck dann konstant draußen. Das ist immer ein Rutschen, Greifen im Endeffekt an der Hinterachse. Genau, wenn ich merke, er greift den Fang vom Auto. Darum machen wir das in zwei Teilen, diese Übung. Wir machen es also so, erst abfangen vom Auto, wenn es ausbricht. Also wenn die Hinterachse weggeht, heißt dann runter vom Gas, Auto wieder abmacht. Also langsamer werden, nicht pumpen zum Anfang, einmal Vollgas und drauf bleiben. War, schätze ich, der erste Gang. Achtung, Gegenverkehr. Jawohl, und ganz runter vom Gas. Schön abgefangen. Untersteuern, also wieder ran im Kreis, langsamer werden. Do you think full chassis might be better than? Well, there's too much energy in the car if you drive too fast. And then it's heavier to control.
it's good because the speed is very low, and you really have to feel the car. But it's fun because I have an M3, but I cannot do that, you know. And it's good fun. You are maximum opposite lock, and you just control the car with the throttle. It's good to have to feel the limit of the car when you slide. Thank you.
jetzt machen wir mal hier die ABS-Linie. Weil wir haben ja gemerkt, auf der Bremse kann man auch einlenken. Schön weich einlenken und vor allen Dingen nach rechts gucken, zum Kurveninnenbereich, nicht zum Kurvenaußenbereich schauen. Mit wenig Untersteuern in die Kurve, am besten mit gar keinen, guck mal, dass die DSC-Leuchte nicht leuchtet, früh genug die Lenkung wieder aufmachen.